So, Freunde der Abendunterhaltung. Es ist soweit. Ein Projekt, was ich mir schon extrem lange vorgenommen hatte. Pokémon Nuzlocke Challenge in Feuerrot bei mir. Was heißt Nuzlocke Challenge? Nuzlocke Challenge ist eine Challenge, die gemacht wurde, um Pokémon schwerer zu machen. Weil Pokémon ist jetzt nicht gerade so neu. Wer Pokémon nicht kennt, geht sich jetzt bitte erschießen. Welche Regeln gibt es im Nuzlocke Challenge? Es gibt da einige Regeln, die als Standard drin sind. Oh, diese Musik. Moment. Ich muss schon mal auf Start drücken. Okay. Welche Regeln werden wir adaptieren? Ich habe mal einiges rausgesucht, weil es gibt einige Standardregeln und einige Zusatzregeln. Ich werde eben die Regeln, die ich mit reinnehmen werde, verlesen. Also, zuallererst. Ein Pokémon, welches besiegt wurde, muss freigelassen werden. Das ist die Kernregel, dass wenn ein Pokémon besiegt wird, entweder muss es freigelassen werden oder auf eine Box geschoben werden auf dem PC, damit man einfach mit seinem Pokémon eine größere Bindung hat und es logischerweise schwerer wird. Mit der Bindung folgt, dass jedes Pokémon einen Spitznamen bekommen muss. Das heißt, ich werde nicht mit einem Glumanda rumrennen, das Glumanda heißt, wenn ich mit Glumanda rumlaufe, sondern mit dem Glumanda, das Penisfratz heißt. Oder so. Weitere Regel, nur das erste Pokémon pro Ort darf gefangen werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwo ewig rumlaufen und farmen. Nein, ich muss das erste Pokémon, wenn ich es nehmen möchte, muss ich das erste Pokémon nehmen, welches mir begegnet. Dem resultiert dann auch, wenn man kein kampffähiges Pokémon mehr hat und in Ohnmacht fällt, gilt das als Game Over. Ich bin gespannt, wie weit wir es durchhalten und wie weit wir kommen. Und ich würde sagen, lassen wir die Challenge beginnen, Freunde der Blasmusik. So, wichtige Tasten werden erklärt. Gucken wir uns mit der Steuerung klar, kommen wir hier mit dem Emulator. Drücke Start, um deine Mutter aufzurufen, alles klar. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem du der Held bist. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist, in den Städten, auf Straßen oder in Höhlen, sammle überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von den anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei nicht tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Charakteren, Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Eigentlich nicht. Drück mit den A. Genau, in dem Sinne. So, Professor Eichel. Hallo! Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du erstmal das Headset leiser stellen, weil die Musik schreit mich hier an. So, zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Ich bin der König der Könige. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Sieht man nicht wirklich, Junge. Lautet dein Name, ja, einfach mal. Uso. Okay. Genau, der Name ist also Uso, exakt. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Wooden Boy passt nicht hin. Hodeboy. Hodeboy passt. Hodeboy. Genau, Hodeboy, klar. Uso, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Oh. Wie ewig das her ist, ey. Hilfe. Schön. Wer es kennt, man hat immer schon einen Trank auf dem Pokémon-Lagersystem. System. Nehmen wir mit. Ich hoffe, ich vergesse die Regeln nicht. Haben wir eigentlich noch... Oh, ich muss die Textfolge mal ein bisschen höher stellen. 3. Okay.
So, unten ist die Mutti. Ganz ehrlich, wer jetzt noch kein Pokémon-Teil gespielt hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass irgendjemand davon von euch da draußen noch nicht Pokémon gespielt hat. Blablabla. Professor Eich von dem anderen hat sie gefragt. Okay. Von der brauche ich jetzt nicht groß sagen. Oh, was wird jetzt wohl passieren? Und wie machen wir das bloß? Wir kennen eh alles schon innen auswendig. Warte, geh nicht raus. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das mache. Ihr werdet das logischerweise schon sehen. Ich habe jetzt bloß dieses kleine Mini-Fenster vor mir. Ich muss gucken, wie ich das mit der Webcam und mit dem Fenster hier zusammenschneide. Weil ich kann dieses... Das ist gerade mal eine Auflösung von 200 mal 150 oder so, das Fenster hier. Das kann ich jetzt nicht auf voller HD stretchen. Das sieht extrem scheiße aus. Hodeboy, lass mich nachdenken. Richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Hier, dort liegen drei Pokémon. Hahaha, sie befinden sich in den Pokéballen. In meiner Jugend war ich ein Pokémon-Trainer. Wähle. Halt, Opa, was ist mit mir? Habe mich Geduld, Roy. Hodeboy. Fallen lässt er seinen Enkel zuletzt dir. Das sagt viel über ihn aus. Darum heißt er auch Hodeboy. Dieser Samen ist eigentlich am besten, weil man kann damit die ersten beiden Pokémon, also die Arenaleiter, besiegen. Weil der erste hat der Stein-Pokémon und der zweite ist dann Misty mit Wasser-Pokémon. Das heißt, beim zweiten wäre Shiki dann schon wieder nutzlos, aber bei Rocco wäre zumindest Shiki noch gut. Und mit Glumanda hat man erst später eigentlich gute Karten. Wobei, Bisasam oder Shiki. Und Shiki ist eigentlich... Er will schon Bisasam. Komm. Nimm Shiki, komm. So, Spitznamen. Shiki. Wieso leckt es hier? Wahnsinn. Wahrscheinlich, weil mein PC zu schlecht ist, um einen Emulator zu stellen. So. Nehmen wir mal... Blaseboy? Nee, komm. Mach ein bisschen ernster. Zurück, zurück. Nehmen wir mal einen richtigen Namen hier, komm. Erwin. Ich nehme dieses hier, weil klar, dass er Bisasamen nimmt. Weil der Hodeboy muss natürlich besamen. So. Noch was? Sehr gut, jetzt fordert er uns natürlich heraus. Warte, lass uns einen Pokémon-Kampf und so weiter. Der Anfang ist das Langweiligste. Wir müssen rein in die Welt, wir müssen fighten. Rivale Hodeboy, Bisasamen wird in den Kampf geschickt. Mein erster Pokémon-Kampf, klar. Übrigens, das erste Mal Pokémon gespielt hatte ich, da war ich 5. Habe ich zu meinem 5. Nee, Ostern war das, glaube ich, da war 1998. Da habe ich Pokémon Rot bekommen. Ich hätte Rot einen Schlag voll machen müssen. Da war ich schon echt der King. Ich habe einen Game Boy Color sogar bekommen, nicht nur den alten. Ich habe gleich einen Game Boy Color bekommen, da war ich natürlich der King auf dem Platz. Und Pokémon Rot dazu. Und ich habe die Scheiße aus dem Spiel gesuchtet. Volltreffer selbst. Warum? Da ist es weg. Und Level 6. Grandios. Preisgeld, Pokémon werden stärker. Genau. So, den werden wir noch ordentlich fisten. Hat er uns noch was gegeben? Nee, wa? Da sehen wir noch die Pokédex, die werden wir auch gleich noch kriegen. Der kennt das ja eh. Wem erzähl ich das? Aber der Typ hat noch einen Trank oder so gehabt, ne? Oder erst später? Ah ja. So, wir müssen noch zur Schwester von Hodeboy. Zu Hodegirl. Denn die Dame hat noch eine Karte für uns. Achso, erst danach, okay. Wir müssen erst das Paket holen. Gut. Ich bin echt mal gespannt, ob wir jetzt bloß ein, zwei Parts schaffen, bevor ich hier die Kacke auseinander
Also bevor ich wirklich gefistet werde. Oder wir sogar weit schaffen. Ich bin gespannt. Ich werde es wirklich so machen. Sobald wir K.O. gehen, ist das hier vorbei, das Projekt. Und ab und zu mal nebenbei kommen. Und ja, gucken, wo es uns hintreibt. Ah, das ist schon mal 4. Ich will mal guten Schlag machen. Da kommt auf die gleiche Idee, okay. Es gibt da noch andere Regeln. Es gibt einige, die machen mit der Regel, dass keine Tränke oder so benutzt werden dürfen. Fand ich zu heftig. Was gibt es noch für Regeln? Es gab schon echt krasse Regeln. Ey, komm, Erwin! Triff! Bam. Okay, einen Tackle noch, dann ist er weg. Der ist zu langsam. Warum greift er zuerst an? Der ist 2 Level unter uns. Down. Level 7? Fast. Okay. Du hast doch einen Tank gehabt, ne? Werbegeschenk. Bam. Sehr gut. Ich versuche mal so wenig wie möglich Gras mitzunehmen. Ja, der Satz klingt komisch. Damit wir nicht so oft in Kämpfe reingezwungen werden. Taubsi. Ist jetzt die Frage, gilt das jetzt schon... Weil wir konnten das erste Pokémon jetzt ja nicht fangen. Also dürfen wir jetzt in dem Gebiet nichts mehr fangen. Dann will ich einfach das erste Pokémon fangen, was, wenn wir dann von der ersten Stadt nach links gehen, wo es Richtung Top 4 geht, zur Siegesstraße, würde ich da einfach das erste fangen. Blubber. Blubber während. War ich auch noch irgendwas? Boah, wir brauchen echt die Turbo-Treter. Das war echt das Beste, was wir noch erfunden haben im Nachhinein. Dass sie noch, Achso, es gab noch eine Regel, dass man nur jedes Pokémon-Center nur einmal benutzen darf. Das fand ich auch heftig. Also das... Wenn wir es wirklich weit schaffen sollten, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal. Warte, wir mussten den Markt, ne? Da können wir es ganz schwerer machen, aber... Erstmal ein bisschen abchecken, wie es ausschaut. Man kann es auch übertreiben. Ich komme aus Alabastia, exactly. Gar nicht nachgefragt. Du bist doch hier, nimm Paket. Wenn es die DPD auch so machen würde. So, zu müssen wir nicht durchs Gras, das ist schön. So. Haben wir es ja schon schön weit geschafft heute. Wahnsinn. Gott, die Musik, Alter. Ich will nicht wirklich was quatschen, ich finde die Musik so geil. Wie ist ein Pokémon? Scheint die da zu mögen. Genau. Als ob er es nicht wüsste. Spezial-Pokéball. Hodenboy. So. Pokédex. 5 Pokébälle? Das war aber noch in Rot nicht so, also in der ersten Generation. Ja, das sei jetzt nichts Neues. Ich bin zu alt, schaffe es nicht mehr. Es tut mir leid für dich. Das ist auch so ein richtiger Reudenboy. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte und dir soll die Karte geben. Arschloch, Alter. Freue ich mich jetzt schon drauf, den zu zerficken. So. Ja. Eigentlich brauchen wir es nicht wirklich. Weil wir eh alles kennen. Jetzt kommt noch die Mutti noch und gibt uns die Stiefel, oder? Wann hat man gehabt? Wann hatten die die uns gegeben? Mama, gib mir mal die Stiefel. Danke, aber... Na gut. Muss doch mal ankommen und uns die scheiß Stiefel geben, die Turbo-Treter.
Level 2, Alter. Level 2 brauche ich nicht. Nein. Zeitverschwendung. So. Damit haben wir die heutige Folge geschafft. Regeln erklärt und die ersten Schritte gemacht im Pokémon. Ich freue mich auf die Parts, die noch kommen. Ich sag tschüss für heute. Macht euch noch einen schönen, entspannten. Bis zum nächsten Part.